Herr Basler, Sie waren damals nicht Teil der Meistermannschaft. Als Außenstehender, welchen Einfluss hatte Otto Rehhagel auf die Meisterschaft? Naja, ein Trainer hat ja immer einen großen Einfluss. Ne? Ich meine, er muss einen Haufen da zusammenhalten und man muss gucken, dass es in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft funktioniert. Und das hat er großartig gemacht, wie bei all seinen Stationen. War das Eröffnungsspiel, der Sieg gegen Bayern München, war das schon der Knackpunkt für die spätere Meisterschaft? Nein, ich glaube, der Knackpunkt war einfach, dass wir in der Saison einfach zu viele Punkte verschenkt haben mit Bayern. Wir haben zu viele Spiele nicht gewonnen. Und das war teilweise dann auch das Glück, dass wir hatten ja oft genug die Chance, ranzukommen und haben dann auch unsere Spiele nicht gewonnen. Ich glaube, wenn wir unsere normale Form und normale Leistung abgerufen hätten, dann wäre das nicht zustande gekommen. Aber wir konnten es in dieser Saison einfach nicht umsetzen, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Ein Aufsteiger wird deutscher Meister. Ist das heute überhaupt noch denkbar? Nein, das wird es nicht mehr geben. Letztes Jahr war es mal Leipzig, die noch ein bisschen dran geschnuppert haben, aber das wird es nicht mehr geben. Und um zum FCK zurückzukommen, was fehlt denn aus Ihrer Sicht dem FCK heute im Vergleich zu damals? Na gut, ich möchte nicht über heute sprechen. Wir sind da, um über ein Spiel zu sprechen, worauf sich die Fans und die Pfälzer freuen können am 8. September und das ist wichtiger. Wenn Sie es aussuchen könnten, wen würden Sie lieber trainieren? Den BVB, die Bayern oder am Ende doch den FCK? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, so eine Herzensangelegenheit wäre klar der FCK. Das wär so ein Neuaufbau mitzugestalten, wäre sicherlich eine richtig tolle Aufgabe. Und der FC Bayern braucht ja grundsätzlich gar keinen Trainer. Die können sich allein trainieren? Ja, auch. Aber sie werden am Schluss einen Trainer finden. Bei Ihnen haben sie noch nicht angerufen? Nee, noch nicht. Oft hört man, ein Mario Basler wäre in der heutigen Zeit gar nicht mehr so erfolgreich. Der Fußball hätte sich zu sehr professionalisiert. Die Spieler werden auf Schritt und Tritt verfolgt durch soziale Medien etc. Was entgegnen Sie dem? Wir lassen die Leute in dem glauben, dass es so wäre.